damit hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Wie ihr wahrscheinlich schon im Hintergrund erkennen könnt, sind wir an einem bekannten Ort und zwar wieder am Tor der Hölle. Welchen Grund hat das? Wie ihr bestimmt schon im letzten Video gesehen habt, haben wir die hellste Taschenlampe der Welt, die MS-18. Und die werden wir heute in diesem Tor der Hölle mal ausprobieren. Der Tunnel ist 1,7 Kilometer lang und wir werden mal sehen, wie die Taschenlampe alles ausleuchtet. Deswegen rein da. So, wir befinden uns jetzt im Tor der Hölle. Wie man hier schon sehen kann, geht es hier gerade um die Kurve und dann geht die lange Gerade los, wo man das Ende sieht, aber es nicht näher kommt. So, wie man hier schon sehen kann, nach langer Zeit ist Kalk mit Hilfe von Wasser hier runtergetropft und hat sich hier verablagert. Das ist auch schon eine echte Geschichte. Und ja, ist schon echt. Was ich persönlich krass finde, ist, das ist jetzt einfach schon über ein halbes Jahr her, wo wir im Tor der Hölle waren und jetzt sind wir einfach wieder dort, es kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen. Und wir haben einfach 400 Abonnenten. Wir haben einfach 400 Abonnenten jetzt geschafft. Darauf deswegen nochmal Danke an euch Zuschauer. Das geht auch gerade richtig gut vorwärts. Die Aufrufe gehen zwar ein bisschen runter, aber wenn wir jetzt öfters wieder Videos machen, dann wird das schon wieder. Und der Luis präsentiert euch jetzt die Immerland MS-18 Taschenlampe, die hellste Taschenlampe der Welt im Tor der Hölle. Und das seht ihr jetzt. Ist aber für den Preis sehr gut. Luis hat jetzt hier noch eine andere Lampe, eine etwas kleinere. Amazon 30 Euro. Hochleistungsakku. Auch nicht schlecht. Also ich meine. Ist ein Thrower. Ja, es ist ganz ausgeleuchtet. Aber wir sind ja nicht wir, hätten wir wieder komplett übertrieben. So haben wir die Immerland MS-18, hellste Taschenlampe der Welt. Ich hätte gesagt, direkt 100.000 hier. Das waren 10.000? Das sind 10.000. Und wie man sieht, sieht man, dass der ganze Tunnel komplett ausgeleuchtet ist. Guckt euch mal diesen Vergleich an. Jetzt guckt euch mal meine an. Man sieht die gar nicht mehr. Jetzt drehen wir es mal kurz um. So, nach Vergleich. Stehen wir darüber. Ja. Wie dunkel ist es? Ja. Okay, Leute, weiter geht's. Und hier nochmal eine kleine Demonstration zur Verteidigung, wenn jemand auf euch zurennt. Achtung, eine Warnung an alle Epileptiker. Jetzt bitte weggucken. Starkes Blitzlicht. Also, wenn jemand auf euch zuläuft und ihr müsst euch verteidigen, einfach mit 100.000 Lumen anleuchten und Strobo-Modus rein. Oh, Junge, ich krieg selber Augenschmerzen. Alter, ich hab Punkte am Auge. Hier sieht man auch wieder, wie der Kalk alles versteinert sozusagen. Und hier sehen wir gerade diese Steine hier. Die sind einfach komplett verkalkt und fest, die kriegt man gar nicht mehr raus. Das ist richtig krass. Das sieht auch richtig schön aus. Von da oben, wie so eine Tropfsteinhöhle, kommt einfach das Wasser aus so einem Stein hinaus. Sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Wie man es auch wie letztes Mal schon merkt, das Ende kommt einfach nicht näher. Wir gehen und gehen und es kommt nicht näher. Mach mal Licht aus. Dort hinten sieht man den Ausgang bzw. Eingang. Dort hinten ist Frankreich und wir sind gleich in Frankreich. Wie ihr seht, haben wir hier schön die Knicklichter. Die sind generell ganz wichtig, wenn man auch in so Tunnel reingeht und halt generell große Spaces, wo man sich leicht verirren kann. Da sie zur Orientierung schützen, da man sie oft sehr gut im Dunkeln erkennen kann. Aus diesem Grund werden wir jetzt ein kleines Selbstexperiment machen. Wir legen zwei Stück von denen auf den Boden, gehen bis zum Ende durch und sobald wir dann am Ende sind, gucken wir zurück und gucken, ob wir die dann erkennen können. So, wir haben sie jetzt da unten bei die Steine platziert und gehen jetzt in Richtung Ausgang.
Ich weiß nicht, ob es mal auf der Kamera erkennt. Wir sind jetzt weitergegangen. Und dort hinten die Knicklichter, wo wir aneinander geordnet da hingelegt haben, sehen einfach aus, als würde dort ein Zug stehen. Ja, die Rücklichter eines Zuges. Ja. Alter. Auf der Kamera sieht man das aber nicht so gut. Nee, das sieht aber wirklich sehr, sehr heftig aus. Geh mal ganz nah ran. Da kann man es vielleicht besser erkennen. Ja, aber in Wirklichkeit sieht das mehr rot aus. Ja, das sieht richtig creepy aus. So, nochmal eine kurze Triggerwarnung. Als wir das letzte Mal hier waren, vor 8 Monaten, da lag ja ein Vogelskelett auf dem Boden. Und ja, wir dachten, mittlerweile ist es weg, aber nee, es liegt hier. So sieht's aus. Einfach immer noch da. Ja. Was die Zeit nicht alles macht. Und hier sieht man auch schön, wie diese Flügel aufgebaut sind, das so kleinen Dingsbumsen. Sieht saugeil aus. Guck mal hier, man sieht hier einfach den Kalk auf der Oberfläche. Ja, sieht geil. Das sieht cool aus. Das war letztes Mal aber noch nicht. Nee. Und guck mal hier, die Kerzen. Das sieht cool. Guck mal, die sind einfach auf der Oberfläche komplett verkeilt. Man kann das sogar noch abziehen. So, wir haben es fast geschafft. Dort hinten ist das Ende, so langsam kommt es näher. Wir sehen sogar die Bäume, die da schon runtergefallen sind. Und wieder mit der MS-18, das ist einfach nur heftig. Hier kam an der Seite schon die Decke runter. Da von da oben. Ja. So, nach einem langen Marsch sind wir endlich am Ende angekommen. Da sieht man noch mal den Tunnel, wo mir die Knicklichter, da sieht man leider nicht mehr von hier. Hier geht's jetzt raus. Wir versuchen jetzt hier irgendwie rauszukommen. Weil der liebe Adventure Buddy war auch schon auf dieser Seite, hat dort sein Thumbnail gemacht und die Anmoderation. Gehen wir mal dahin. So, nach langem Probieren haben wir es jetzt geschafft, dort rauszukommen. Der Luis kommt auch noch gerade raus. Genau hier hat Adventure Buddy gestanden und sein Outro getan. Genau hier. Wir sind große Fans. Große Fans, der Paul geht jetzt extra in Ehren zu ihm da hoch. Wir können die Abmoderation machen. Super. Wo sind wir denn? Jung. So, und weil wir keine Lust haben, jetzt nochmal durch den Tunnel zu laufen und wir hier eigentlich sehr schwer wieder hochkommen, suchen wir jetzt hier oben die nächste Straße und gucken, ob wir sie finden. Okay, Leute, wir haben es jetzt geschafft. Wir sind jetzt endlich oben angelangt. Hier sieht man ein riesengroßes Feld. Wir wissen jetzt nur nicht genau, wo wir hin müssen. Aber hier unten drunter sind wir durchgegangen. Einfach nur krank. Wirklich einfach nur heftig. So, meine Freunde, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, euch hat es gefallen, dass wir euch einen kleinen Einblick mit der MS-18 geben konnten im Tor der Hölle. War natürlich ein riesiger Gang, hat sich perfekt gelohnt. Alles dunkel, die Taschenlampe hat, wie im Video schon dargestellt, extrem alles aufgehellt, schon wie wir vermutet haben. Ja, und ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein, bis zum nächsten Video. Ciao.